Hallo zusammen. Der Film kommt heute sehr früh. Wir haben 16.05 Uhr, wenn ich den anfange. Und das sind ziemlich heftige Zeiten an der Börse, das muss ich wirklich sagen. Es sind nach wie vor die Headlines, die das Geschehen bestimmen. Und meines Erachtens nach keine technischen Indikatoren. Also die lasse ich völlig raus. Ich habe sie hier natürlich drinne und zeige sie euch auch. Aber für mich sind die Charts an sich wichtiger. Und ich habe also auch ein paar Positionen selbst jetzt aufgemacht zwischen gestern und heute. Und ich will euch nur mal zeigen, warum. Vielleicht ist es eine Idee für den einen oder anderen. Da hat neulich jemand nach Adidas gefragt. Adidas verlieren von 340 auf 200. Die haben nicht nur Probleme mit Russland, sondern auch und insbesondere mit China. Den bricht da ein Markt ziemlich zurück. Und dennoch denke ich, dass wir hier im Bereich 200, ich habe 10% dessen genommen, was ich vorhabe zu nehmen. Das eigentliche Kaufsignal kommt bei mir erst, wenn wir hier drüber gehen, über die 214,80. Dann wären sie bei mir ein bisschen freier. Aber auch hier wieder, wenn eine irgendwie geartete negative Nachricht aus der Ukraine kommt, ist das völlig Makulatur, was ich hier sage. Ich habe unter anderem gekauft Deutsche Bank. Der Hintergrund dessen ist, die kommen jetzt von 14,5 runter auf die 10. Die waren heute schon unter der 10. Und jetzt kommen sie in diese Comfortzone. Hätte ich ganz ehrlich gesagt nicht gedacht, nachdem sie hier raus sind, dass sie nochmal so weit runtergehen. Hätte ich nicht gedacht. Auch hier habe ich angefangen, Kleinigkeiten zu kaufen. Lufthansa, Deutsche Lufthansa, hier. Auch super gelaufen, hoch bis fast 8, waren heute bei 6,7, 6,06. Auch hier denke ich, dass natürlich wird es einen Einfluss haben und auch Kerosinpreise und so, das wird mit Sicherheit einen Einfluss haben. Aber ich kaufe ja hier nicht meine ganze Position, sondern Kleinigkeiten, Schnüffelstücke, echt um reinzuriechen. Ich muss ein bisschen was haben, um das Ganze hier besser fühlen zu können. Das Gleiche habe ich gemacht in Fraport oder auch, was ich sehr interessant fand, UniCredit. Ja, die waren noch vor 2 Wochen bei 16, die waren heute fast 10. Da probiere ich das einfach mal. Aber nochmal, wirklich nur klein. Hatte ich die jetzt alle? Da habe ich Positionen: Deutsche Bank, Commerzbank auch, Lufthansa, Fraport, UniCredit und Adidas. Ich scheue ein bisschen die Autos, weil es hat vor, ich weiß nicht, ich glaube 2, 3 Stunden hat Porsche gemeldet, dass sie erstmal ein Werk zumachen oder auf Hold legen. Ich wusste nicht, dass viele Kabelbäume aus der Ukraine kommen. Da bin ich also echt ganz überrascht. Und ich hoffe, mein Auto ist ja auch noch nicht da. Das hat man jetzt schon dreimal versagt. Das soll jetzt in 10 Tagen kommen. Ich hoffe, das kommt dann endlich mal. Aber ich rechne eigentlich stündlich mit dem Anruf, ja, sorry, ist nicht, warten Sie bitte noch ein halbes Jahr. Aber müssen wir mal gucken, also es gefällt mir nicht so sehr. Jetzt gehen wir mal auf den DAX selbst. Also ich habe, das ist vielleicht der erste Hinweis, ich habe keine Position über Nacht. Das kann der Mega-Trade werden, das kann einen aber auch voll versauen. Also das ist richtig böse, was wir teilweise für Gaps haben. Ja, das ist ja, jeder von uns schaut auf NTV oder was auch immer er für einen Nachrichtensender hat, morgens, wenn er aufwacht, ist irgendwas passiert. Wir sind hier auf dem 50er Retracement aufgesetzt. Ja, wir haben jetzt hier zum dritten Mal, glaube ich, die 13.800 gesehen und waren heute auch ein bisschen drunter. Das 50er Retracement ist das von diesem November-Low, 11.434 bis zum All-Time-High, bis zu diesem schönen Doppeltop. Und da sitzen wir hier mit dem 50er Retracement. Also über Nachtpositionen würde ich momentan echt nicht machen. Ich selbst bewege mich also hauptsächlich in der Viertelstunde, aber jetzt gucken wir uns mal die 4 Stunden weiter an. 4 Stunden, ja, das sieht vertrauenserweckend aus. Es wird hier besser, es wird hier besser. So eine Art Doppelboden hier im Bereich 13.800. Ja, man kann das probieren mit der Bedingung, dass man die Position nicht über Nacht hält. Also das ist für mich meine Bedingung. Ja, hier ist echt Disziplin gefragt. Ich werde es nicht machen. 4 Stunden Sicht ist bei diesen schnellen Märkten echte Zeiteinheit, die zu lange ist. Auch die Stunde bringt nicht so viel, finde ich. Ich möchte es gern wissen, wenn die hier unten sind, dass sich solche Chancen hier ergeben. Ja, aber handeln tue ich eigentlich nur momentan nach einer Viertelstunde. Und wenn da dann irgendwelche Signale kommen, ja, wie zum Beispiel sowas hier, kurz mal unter die 20 drüber, stabilisiert sich hier. Hier ist eine Art Hammer, dass man das dann hier probieren kann. Aber den Stop, den lege ich sofort 50 Punkte dran. Normalerweise habe ich den Stop aus dem Index bei 30 Punkten maximal. Aber bei diesen Zeiten hier, da muss ich das machen. 50 Punkte.
Gerade eben zum Beispiel, vor 2, 3 Minuten war der DAX noch 13.990. Jetzt ist er wieder 13.906. Es ist schwierig. Also ich tue mich hier sehr, sehr schwer mit Positionen. Und hier gewinnt der, der am schnellsten die Headlines liest. Ich habe euch Scheine trotzdem mitgebracht. Und die sind sehr weit weg. Die hatten beide, als ich sie aufgelegt habe, haben die 15er Hebel gehabt. Das eine ist der hier, das ist ein Call, HR378A, 12.977. Jetzt gehe ich nochmal hier auf den Tagesschart, da sieht man das vielleicht besser. Hier, da sind wir hier drunter. Unter diesem Ganzen, was ich hier als Ende der M-Formation nannte, beziehungsweise was das 61er Retracement ist, von dieser Bewegung und das war, glaube ich, das 50er Retracement von der langen Bewegung das 38er Retracement von der langen Bewegung vom Corona-Tief. Habe ich es da nochmal drunter gelegt. Das ist einer, 12.997, der steigt pro Tag fast einen Punkt. Das ist eine Geschichte. Die Frage ist, wann kann man es kaufen? Und da muss man halt eben über die 15 Minuten abwarten, dass sinnvolle Signale kommen. Und das ist momentan echt schwierig, selbst wenn man sie hat, kann eine Nachricht hier alles verhauen. Als Put habe ich die HB3N Mata Mata. Da bin ich bei 15.319. Den habe ich hier oben gesetzt. Der ist auch weit weg. Sowas ist vom Chart her dahingehend ein bisschen einfacher, sobald wir die 13.800 mit einer Stundenkerze unterbieten. Ist das eine Option, die man nehmen kann? Also nochmal, ich mache keine Übernachtposition, das ist mir viel zu gefährlich. Ich gehe in den Zeiteinheiten während des Tages deutlich runter. Also 15 Stunden, 15 Minuten ist das, was mir am besten zusagt. Und ich hänge sofort den Stop rein bei 50 Punkten hinter dem Kaufkurs. Das bin ich bereit zu nehmen. Ich selbst, ich gucke jetzt ein bisschen auf die stark verprügelten Werte. Das sind zum Beispiel so Lufthansa oder Fraport, aber auch die Banken oder und Adidas. Ich fasse noch nicht an die Autos. Das bleibt ein super schwieriger Markt und ich hoffe, ihr kommt da gut durch. Im Zweifelsfall nichts machen. Es ist echt gefährlich hier. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.